Yo! Verehrte Zuschauer! Willkommen zurück! Bei Super Meat Boy! Das habe ich eingefangen! Shit! Okay, ja, hier eine tolle Special-Folge mit zwei Leuten auf drei Kanälen mit drei Perspektiven und drei Videos. Und dreimal dasselbe Level, beziehungsweise bei zwei Leuten dreimal dieselbe Welt. Ja, und bei mir in deutlich schlechter, denn bei mir ist das ja noch blind, die haben das schon gespielt und ich mach das irgendwie jetzt. Ich starte einfach. Starten wir? Wir starten. Ja, auf 3, 2, 1, jetzt. By the way, ich Hello 1986, Ich TT-Gamer. Bin tot. Was, tot? Ja, ich bin gerade tot, ich bin gestorben. Ich muss erstmal gerade überlegen, wie das hier nochmal ging. Ach, Schlüssel sammeln. Hier ist auch voll die krasse Musik, wie ich gerade empfinde. Ist ein bisschen böse. Ach, Schlüssel sammeln, okay. Wo finden wir Nein! Den? Ich bin gestorben. Da. Ich mach das jetzt einfach mal ganz langsam. Hier hat natürlich wieder voll die Übung drin, weißt du? Ich gehe das eben gerade wieder fast blind an. Ja, ich habe seit einem Monat nicht mehr aufgenommen, Mädels. Zwei hast du gesagt. Ich lade das ja auch total ungern hoch. Warum? Das ist doch schön. Ja, ich geb dir gleich schön sonst wohin, mein Freund. A-Plus, ne? A-Plus ist Minimum, Kevin. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ohne... Ich bin ja gerade schon Schwierigkeit, damit den zweiten Schlüssel zu finden, also erwartet nicht zu viel. Links Meine oben. Zuschauer wissen ja, worauf sie sich einladen. Die Zuschauer, die vom anderen Kanal kommen oder so, die eben nicht. Fuck! Erst zu machen. Normalerweise sage ich ja auch, herzlich willkommen zurück beim schlechtesten Super Meat Boy Let's Play aller Zeiten. Ich bin ins... Kannst du jetzt aber nicht mal ganz so sagen, weil wir sind dabei. Ja, echt mal. Deutlich schlechter. Wobei, Titi, du hast ihm gerade Vorsprung, du hast das Level geschafft, ne? Ja. Ja, ich war ihm gerade vorm Ziel und da hat mich dann auch noch die Kreissäge erwischt. Kreissäge, ne? Das ist, wie die Leute darauf abgehen. Ich weiß nicht, ob du es auch mal anders genannt hast, aber... Ich nenn's immer Zahnräder. Ja, ich nenn das auch nicht. Zahnrad. Ja, also bei mir, das ist aber kein Zahnrad. Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Oh, Minileg. Wieso nennt das denn jeder Zahnrad? Ich habe auch einen Downgrad, Minilegs. Das liegt an Skype, eindeutig. Wahrscheinlich. Ich pack hier gerade in dem Level ab. Finde ich gut. Lass dir Zeit. Ich habe das erste Level nämlich immer noch nicht hinter mir. Ich habe endlich mal zwei Schlüssel gefunden. Hinter mir. Nein! Boah, fuck, Alter, wirklich, das ist jetzt mit diesem Wettkampf-Ding, ja? Obwohl ich es allein spiele und nicht so mit rechtfertigen kann. Du kannst es rechtfertigen, wir nicht, weil wir haben das ja schon fertig aufgenommen und hochgeladen. Oh, verdammt! Nicht mehr zersägen, dankeschön. Level. Ich bin so nervös gerade irgendwie. Ich auch! Ich merke dir, das ist wirklich... Ich sitze hier vorm PC, ja, und denk mir so, warum bin ich so nervös, warum bin ich so nervös, warum bin ich so nervös? Scheiß Wettbewerbsstimmung! Ja. Was kriegt eigentlich der Gewinner? Ich hab eine Idee gerade, wir kommen gerade aus dem Livestream raus und haben dann irgendwie angefangen über Super Meat Boy zu reden. Und ja, da ist die Idee spontan entstanden, hier zusammen aufzunehmen. Eigentlich hatte ich ja die Idee gehabt, erst mit Kiddos alleine und dann ist rausgekommen, scheiße, TT spielt's ja auch. Ja, und dann dachten wir uns, hey, so zu dritt mit Splitscreen. Und ihr könnt ja jetzt oben auch übrigens, das haben wir noch nicht erklärt, auf die Anmerkung klicken und dann landet ihr in der Perspektive des anderen sozusagen. Also Standbild mega leck, ich bin auf einer anderen Seite rausgekommen. What the fuck? Was ist los? Hä, warum bin ich da gestorben? Was ist denn das für eine Veranstaltung? Da ist irgendwie in der Ecke versteckt noch so ein winziger Stachel. Wenn ihr gerade gesehen hättet, wo ich gestorben bin, ne? Das war nicht mehr feierlich. Ich hätte meinen Controller umklammert, als wäre da sonst was. Als würde da mein Leben dran hängen, ja. Okay. Ach, boah, wow, was? Nicht hier drüber springen, ja? Great A. So, erstes Level fertig. Nein, Monster-Lag. Ich hätte es, glaube ich, mehrmals halbwegs vor dir schaffen können. Aber jetzt wohl nicht. Ich hatte noch keinen richtigen Lag eigentlich bis jetzt. Na, sei froh. Ach, das Level, das habe ich geliebt, das zweite. Wie weit bist du zu dir? Das wird knapp. Fertig. Sack. Aber hier hole ich auf. Hier hole ich auf. Nicht das. Nein. Nein, verdammt nochmal. Da war ich so knapp dran. Also ich werde wahrscheinlich die ganze Folge in dem Level bleiben. Ich kündige das gleich mal an. Schaltet besser auf die anderen Perspektiven. Sinnvoll, aber wir machen, glaube ich, ein bisschen mehr als ich. Ja, nur weil TT jetzt im dritten ist und nicht im zweiten. Das ist ja auch bei mir blind. Das steht ja auch oben im Titel bei euch. Ja, natürlich steht es bei uns auch im Titel. Wobei, nur bei den richtigen Aufnahmen. Naja, ich schreibe das nie in den Titel. Ich schreibe das in den Titel. Mädels, warum zeugt das eigentlich so eine Aufregung? Das verwirrt mich gerade. Es ist echt abartig. Verdammt, ich hab Leck gehabt. Ich hab Leck. Ich hab so Angst, Mann. Ich hole auf, Level 3, ich komme. Verdammt. Ach, das Level! Verdammt doch, Mann, jetzt kann's doch nicht sein! Also normalerweise werde ich ja während meinem echt nie aggressiv, ja? Aber gerade eben hier in diesem Wettkampf, der eigentlich von vornherein entschieden ist, Klammer TT macht das Rennen, danach kommt Hellout und dann ich hole ihm gerade gut auf. Das siehst du doch gar nicht. Doch, der hat's ja schon gerade gesagt. Und da renne ich, ey, wirklich.
Meine ganze Welt ist inzwischen rot. Bei mir sieht man gar nichts mehr vom Level. Nee, das ist einfach nur noch Ketchup und Fuck. Auf einem Haufen. Dritter Schlüssel gestorben. Drittes geschafft. Ich bin gerade beim dritten Schlüssel abgekratzt. Also ich bin gerade beim ersten Level. Jo, willst du es noch erwähnen? Warum springt der jetzt da direkt rein? Der macht nicht mehr, was ich will. Ja, ja, klar, jetzt kommen mir die aus. Jetzt kommen mir die Ausreden, weißt du? Der macht ja gar nicht das, was ich will. Okay, ich mach das jetzt mit A+. Solltest du sowieso machen. Level 4. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob ich das 100% Display. Ich habe ja eigentlich gesagt, hey, ich mach das so lange, wie es mir Spaß macht. Also hätte ich eigentlich bei Welt 1 aufgehört. Level 4 Let's Play, Level, ne? Hier nee, und so. Ja, bei allen jetzt A+ hatte, sonst, ach, das ist das! Das war in der Dark World so geil! Cool. Das Level hat in der Dark World richtig Laune gemacht. Wisst ihr, wie viele Dark Worlds ich inzwischen gespielt habe? Eine? Null? Ja, Punkt. A+, sauber. Viertes geschafft. Zack. Ey, Leute, wisst ihr, die Folge ist zu Ende, bevor ich das erste Level geschafft habe. Und ich habe das fünfte gehasst. Ich habe da eine Stunde 15 Minuten in dem Park. Da habe ich auch lange dran gehangen. Ja, wisst ihr, aber ich habe halt gar keine Übung mit dem Level und ihr halt schon. Ist total unfair, finde ich nicht gut. Pff, ich hätte es ja vorspielen können. Ich hätte gern Mitleid in den Kommentaren. Ja, bitte. Einmal bitte. Oh, Leid, genau. Das. Ey, jetzt krieg ich den zweiten Sprung hier nicht hin. Was ist jetzt das klappt denn? Das aber. Nein! Warum springt er denn nicht? Was hat er mit den Beinen? Hat man dem irgendwie hier gerade eben keine Ahnung was gesagt? Springt er einfach mal nicht. Der hat ja auch gar nicht auf den A-Knopf gedrückt. Nee. Ah. Ich hab Angst, Herr Lord. Ich auch. Ich bin hier auch gerade total durcheinander. Bei dem fünften könntest du mich echt kriegen, aber dann hole ich dich wieder beim Boss. Wartet's ab, ich hole euch noch auf für die nächsten Levels. Hat jemand eigentlich Level 5 geguckt? Nee, was? Ja, doch so halbwegs. Ach, so halbwegs. Uhr ist doch uninteressant. Wir spielen das jetzt einfach ganz schnell durch. Ich muss mal mein Headset nochmal so ein bisschen richten. Das ich kann es nicht! Was genau? Alles. Warum? Ich kann alles nicht. Ich komme mit meinem ganzen Leben nicht klar. Wegen Super Meat Boy. Scheiße. Was ist schon? Fuck! Das war die dumme. Das war die falsche Stelle. Was soll ich. Nee, scheiße. Ach doch, nee. Ich benutze lieber Fuck. Komm schon. Komm schon. Ich mag. Ja. Ich mag. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab Level 1 geschafft. Wuhu! Party! Nächster Level, mal gucken, wie das jetzt abläuft. Okay, da ist Bandage Girl und. Ey, die Hände, ne? Die Hände, die sind am Kribbeln, das ist unnormal! Das Geilste wäre noch, wenn Kiddos uns jetzt noch überholt. Dann höre ich aber. Dann stampfe ich Meat Boy ein. Dann höre ich mit Meat Boy auf. Das ist ein Versprechen, das ich hier und jetzt gebe. Ja, es ist wirklich so, als würdest du sagen, ja, als würdest du halt irgendwas komplett beschreiben, ja? Der springt nicht von der Wand. So, irgendwie, wenn der Hund jetzt anfängt zu sprechen, dann verkaufe ich ihn. Ja, definitiv. Verdammte Axt, ich komme bei dieser einen Engstelle da im Kran nicht durch. Wo die was Kreissäge, mach ich denn? Warum bin ich so skilled? Wo die eine Kreissäge links ist und die zwei kleinen da rechts. Leute, was geht? Ach ey, so, ich hab das. Ja. Ey, mein A. A-Knopf. Mein A-Knopf? Der hat gerade eben bei mir auch nicht. Nein, ey, kommst du, da schaffe ich das instant, ja? Und dann schaffe ich es nicht zu Ende instant. Das ist ärgerlich. Ich habe das letztens im Livestream noch gezockt, dieses Level. Livestream hast du? Nein! Da war doch schon das Ende! Was? Spring, mein Lied! What the fuck? Hallowed ist vorne! Nein, ich hab's ja nicht geschafft! Ja, aber das, wenn das Ende da schon war? Nein, das Ende von dem Level vom vierten. Vom vierten? Ja. Ach, du bist gar nicht im fünften. Warum bin doch, ich, ne, warum bin ich doch eigentlich so schlecht? Was soll denn das? Das ist irgendwie. Er ist gar nicht im fünften. Doch, ich bin im fünften. Ich spiele übrigens die erste Welt, ja auch, oder? Nein. Nicht? Nein! Wo bin. Scheiße! Woran bist du verkackt? Da, vor dem Bandage Girl, diese Kreissägen. Oh, die sind mies. Ich habe ihm gerade nochmal den Schlüssel geholt und danach. Beim Runter. Dieses Runtergehen, das habe ich schon immer gehasst. Wisst ihr übrigens, dass ich das. Nein, leck doch nicht! Dass ich sogar angekündigt habe, ja? Ohne Scheiß, ich hab's angekündigt, dass ich ab jetzt für jedes Level eine Folge brauchen werde. Ja, und du hast jetzt schon deinen Soll erfüllt, ist doch gut. Ich habe jetzt schon meinen Soll erfüllt, genau. Also eigentlich muss ich mich nicht mehr schämen. Nee, du musst dich sowieso nicht schämen, du hast das Level geschafft. Nein! Mann, geh mir doch auf den Zapfen. Die in der Höllen, die Höllenlevel, die sind wirklich nicht die schwersten, aber sie sind schon ziemlich happig. Ah, die sind vor allem, wisst ihr, wenn man so die Kontrolle über Meat Boy verliert und in der Luft rumschwebt und man drückt nach links und nach rechts und was weiß ich was und nichts passiert, was sinnvoll ist. Kennt ihr das? Nee, nicht, ne? Nö. Weil ich kenn das nur, ich steuere wenn den ich in der Luft. Springe und auf einmal an der Wand rauskomme, obwohl das gar nicht geht. Also mit anderen Worten, mein Meat Boy hat. Mein Meatball. Er hat den Tunneleffekt erzeugt. Ja, das hatte ich auch bei einigen Leveln. Da bin ich einfach dann durch die Wände geglitscht. Nein. Und sowas. Ey, sag mal, glaubst du etwa, ich krieg das jetzt auch gerade nicht hin?
Ich krieg das echt, ich hab so Angst, weil... Nein! Oh Gott, oh Gott, war das gerade knapp. Alter, das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. Das Interessante ist eben gerade dabei, ich weiß gar nicht, warum wir uns da Angst machen. Klar, es geht nur so ein bisschen um die Ehre, aber wir haben gar keinen Preis ausgemacht oder sowas. Nein, was machst du denn? Nein! wisst ihr ja, ich war gerade eben so knapp davor, das endlich hinzukriegen, was mir auch gerade so auffällt, ja. Ich habe ja vor allem gar nichts zu verlieren, nur ihr habt was zu verlieren, also von dem her ist mir das auch vollkommen egal, was ihr macht. Wisst ihr? Arsch, wirklich ein totaler Arsch. Du willst eigentlich hier auch gut abschneiden. Geschafft! Ja! Natürlich will ich gut abschneiden, aber es ist vollkommen irreal, dass ich... Oh, leck. Geschafft! Endboss! Cutscenes dürfen Endboss nicht weggedrückt werden. Hab ich gerade gemacht. Für alle Zuschauer von meinem Let's Play, die jetzt vielleicht gerade in einem anderen Video abhängen, wenn ihr nicht gespoilert werden sollt, solltet ihr vielleicht das jetzt nicht schauen. Ja, also jetzt wegschalten. Schon vorbei. Oder zum Abschalten. Oh, nein, Scheiße, das zeigen wir natürlich nicht. Das drücken wir weg. Och Mann, ey, sag mal, ich will dieses Level schaffen. Titi, ich hab dich eben gerade aufgeholt. Mach mal langsamer da. Mach mal langsam. Ey, schon wieder. Nicht zu fassen. Hey, wie viel gibst du mir? Wie viel? Was, wie viel? Weiß ich auch nicht. Frag Kedos. Hey, man muss ja auch wirklich dazu sagen an der Stelle, ja, dass ich ja gar nichts geübt habe. Ich habe ja wirklich über einen Monat jetzt Meat Boy nicht aufgenommen, deswegen mache ich mir auch gar nicht die Mühe, überhaupt noch zu springen, sondern lauf einfach nur noch, ja? Also die Levels mache ich jetzt durch Laufen. Wie er sich die ganze Zeit verteidigt, weißt du? Das mache ich halt gerne. Ich verteidige mich und mache mich gerne selbst runter. Das ist Teil meines Let's Plays. Das ist Teil deiner Masche. Ja, natürlich. Du fieser Dr. Fetus. Wann kommst du eigentlich mit Warcraft 3? Wer, ich? Ja, na klar. 1-Stunden-Play. Achso, ja, das kommt irgendwann mal. Sicher, das kommt wirklich irgendwann mal. Das kann ich vielleicht sogar mit dir machen. Nee. Nicht? Spielst du nicht gerne mit? Nee. Dann fängst du die ganze Zeit nur an mit WoW. Achso, stimmt. Wow, ey, das war ja gerade mal eben mehr Luck als Glück. Ey, ich schaff's gerade. Ey, sag mal, was ist das denn jetzt? Jetzt habe ich hier komische Blinkanzeigen dazwischen. Komm schon. Du bist Meat Boy. Du bist rot. Aber ganz. Nein! Das ist jetzt wohl ein Witz. Also, der springt da ja nicht mal mehr richtig rum durch die Gegend. Die Dark World vom Endboss fand ich einfacher. Sag ich doch! So. Die war echt einfach. Nein! Blöder fucking Leck! Ich war bei Meat Girl fast! Bandage Girl! Mistviech! Das ist, glaube ich, jetzt auch das erste Mal, dass die Leute sich vielleicht sehen, wie ich mich aufrege bei Meat Boy, weil es um Wettbewerb geht. Weißt du, ihr regt euch nie auf bei dem Spiel und ich schreie manchmal wie so ein Gestört. Ach, du guckst das bei uns auch noch? Schon wieder nicht. Ja, ich schreie wirklich nicht rum. Ich stand gerade eben nur passiv in der Gegend und habe euch mal hier ein bisschen ragen lassen. Ich war erschreckt. Nein! Kleiner Sprung! Ich hasse kleine Sprünge! Wer hat sie erfunden? Wie weit bist du, Titi? Ich bin immer noch bei der ersten Stage vom Endgegner. So, ich bin durch. Endgegner geschafft. Nein! Er leckt! Boah, du Fucker! Nein! Wie er enraged. Nein! Wie er enraged. Alter, das ist so unfair! Wie Kedos am Lügen ist. Um nochmal auf dieses Kommentar von ihm einzugehen. Das hat doch niemand bemerkt. Oh Mann, jetzt krieg ich den Anfang nicht mehr hin. Ich will nicht mehr. Ich gebe auf. Nein, mach ich natürlich nicht. Jetzt irgendwie wieder so schön hinfallen wie vorher, aber es hat nicht geklappt. Aber Kevin, ich hol dich ein. Du hast mich im Nacken. Du hast mich im Nacken. Das Problem an der Sache ist, da bin ich auch noch fest damit rechnen, dass er mich holt und ich das schnell in eine trockene Tücher bringen will. Deswegen bin ich auch so nervös, weil ich weiß, dass der Hello nicht schlecht ist. Wenn Danke. Der Kedos jetzt sagen würde, hier, ich hole dich ein, dann okay, dann, ne? Dann würdest du lachen, dann würdest du aber vor Lachen nichts mehr hinkriegen. Dann er meint es nicht ernst, aber Hello? Aber danke, dass du sowas sagst. Ich kann dich leider nicht einschätzen, weil ich muss ehrlich sagen, ich hab's bei dir noch nicht gesehen. Wieder. Aber mich kannst du einschätzen, ne? Ich hab's nur bei diesem einen Zusammenschnitt gesehen, wie wir da abgegangen sind. Ach so, den, ja stimmt, den habe ich auch gesehen. Wenn ich das jetzt nicht... Nein! Ey, wisst ihr, wirklich, ich bin bei diesen dummen letzten Zahnrädern, ja, und spring da nicht richtig lang. Das sind Kreissägen! Das ist ein schlimmer Abend. Ich werde keine tolle Nacht haben, keinen tollen Tag. Ist sowieso jetzt alles im Voraus schon wieder im Arsch. Ach, lieber nicht. Ich hab auch Mathe, Physik, LK. Ja, dann ist doch Meat Boy die richtige Ablenkung. Nein! Mann, ich will aus diesem Level raus! Der Endgegner ist so einfach! Boah, Hello, schreie doch mal nicht so rum. Wie ich? Ja, ist ja erstaunlich, dass Kevin. Es ist ja erstaunlich, dass Kevin gerade so ruhig ist. Meine Maus funktioniert nicht mehr richtig, deswegen kann ich nicht gut spielen. Ja, genau, immer diese Ausreden, weißt du, immer so die Ausreden, wenn der A-Knopf nicht geht, ne, wie ich. Oh ja, das kenne ich zu Genüge. Ja, hat er den A-Knopf wieder nicht angenommen, der sagt. Ich hab doch Spring gedrückt. Das ist aber wirklich so. Ich glaube, der einzige Mensch, der solche Ausreden nicht hatte beim Let's Play, war im Emo und wir alle, bei uns allen geht der A-Knopf kaputt, in Massen.
Man muss ja sogar bei mir sagen, ich habe ja ein Gamepad bei Meat Boy verloren. Ehrlich jetzt? Ja, das ist einfach kaputt gegangen. Mein richtiges Gamepad. Und dann hat mir einer meiner Abonnenten, Erde 387, 73, irgendeine Zahl hinter, mir sein Gamepad geschickt. Also Alter, sein altes. Das ist wirklich hier gerade Action pur. Wenn ich das jetzt schaffe. Komm schon. Ja, schaffst es nicht, Kevin, gib auf! Ich hab Level 2 geschafft. Ich glaube es nicht. Ich hab Level 2 geschafft. Wow, hattest du das nicht gerade schon geschafft? Nee, aber jetzt habe ich das Level 2. Nee, ich habe gesagt, ich habe den Endgegner geschafft. Den habe ich vor Level 2 gemacht. Aha, Kedos? Den Endgegner ohne. Kann das sein, dass da jemand. Der cheatet. Cheat, genau. Glaube ich, cheat. Wahrscheinlich so Invisible Cheat oder so. Keine Ahnung, was es da gibt. Gibt's überhaupt Cheats? Oh, verdammt. Ich, keine Ahnung, ich glaube, vielleicht gibt es Cheats für irgendwelche Charaktere, habe ich keine Ahnung. Weiß oder, ich nicht. Oder Trainer oder so benutzt. Ja, es gibt für diesen Brownie. Bot, der für dich spielt. Nein, ich bin doch der größte Behinderte. Hör auf zu laufen! Hör auf, an dieser einen fucking Kreissäge immer zu laufen! Mein Gott, Stefan, du kannst das! Jetzt streng dich an hier! Stefan, du kannst das! Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, natürlich, ist ganz klar. Also du willst ja auch nie jemanden unterbrechen hier mit dem Gebrüll. Ganz ruhig, einmal durchatmen. Komm schon. Boah, ey, ich bin ja gerade so gut. Das ist ja unfeierlich, wie gut ich gerade bin. Ich weiß, dass ich Kevin einfach nur damit verunsichere, dass ich gleich sage, ich bin beim Endboss. Und dann krieg ich den nächsten auf die Reihe. Ey, das war ja so gut. Das war ja so gut gerade eben. Das hat ja so gut funktioniert. Und schon wieder bin ich ja irgendwie in den Wolken gelandet. Keine Ahnung, wo Meat Boss sich hängt. Befindet sich aus wie der Himmel. Ich finde, dass ich gerade. Wisst ihr, was geil wird? Dieses Video zweimal nochmal sich anzugucken. Also für mich, ich guck mir das auf jeden Fall bei euch beiden an. Du warst dabei geil? Ja, das sowieso. Boah, ich hab's fast geschafft. Die erste Stage fast geschafft. Ja, fast ist aber nicht geschafft. Oh, verdammt. Ach, oh, schon wieder gestorben, ey. Nein! So, Schlüssel. Ach, ja, die erste Stage ist geschafft. Sauber. Die sind schon in der Dark World, während ich hier immer noch irgendwie in der Live World. Sorry. Brüll hier bitte nicht so rum, okay? Es regt mich auf, es kotzt mir an. Ich will hier auch endlich in den Endbosskampf rein. Es regt mich auf, das kotzt mich an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, da gibt's auch ein Lied, oder? Ich glaube auch, ja. Also ich hab's auf alle Fälle von irgendwoher im Köpfelchen. Kevin, du musst reden. Okay. Sonst ist das hier unfair. Sonst ist das keine. Du konzentrierst dich sonst zu sehr auf das Spiel, das geht nicht. Vielleicht soll ich das auch mal machen, mich konzentrieren, wäre so eine Überlegung. Hör auf zu sterben, Meat Boy, hör einfach auf. Hallo? Der Kedos. Beide wunderbare Leute. Ein Spiel. Eine Hölle. Hölle ist das, wenn wir gleich anfangen, die Dark World noch anzufangen. Ich will aber eigentlich schon aufhören. Nein. Du ziehst das jetzt hier Kedos durch. Bis einer. Standbild? Sind hier. Geil, durch die Wand geglitscht, auf der anderen Seite rausgekommen und runtergefallen. Wie ich sowas liebe. Ist ja aber auch die Musik ist so dermaßen herausfordernd, ja? Ich fühle mich ja wie so ein Spartaner. Also ich muss sagen, die Musik ist eigentlich das Geilste in der Hölle. Nicht Hölle. Doch, ist das hier Hölle? Nee, jetzt. Und warum klappt es schon wieder nicht? Natürlich, weil ich absolut keinen Rhythmus drin habe und kein Zeitgefühl und kein Sprunggefühl und kein überhaupt was. Nein! Doch! Scheiße! War es am Ende? Fast! Alter, hör mal auf, sofort zu legen. Das ist peinlich. Also meine Prognose geht auf alle Fälle klar, ne, die ich gemacht habe. Ja, anscheinend schon. Ich schaffe dieses vierte Level nicht. Das ist aber schon immer mein Problemkind gewesen. Ja, da hab ich auch immer. Ich habe in der Dark World da auch übelst Probleme gehabt. Die Dark World fand ich davon auch wieder angenehmer. Nee, davon konnte ich das nicht. Aber die anderen Dark Worlds, die waren, ja, die gingen. Aber vom Endgegner eindeutig war die. Ja, Bang, leck dich doch durch das ganze Spiel direkt durch. Ey, wirklich, es geht mir so auf den Zapfhahn. Ja, es geht mir auf den Zapfhahn. Das ist ein Ausdruck, den ich eingeprägt habe. Es gibt Leute wie mich und Hellout, die haben es drauf. Und dann gibt es Leute wie Kedos, die kündigen von Anfang an, dass sie es nicht drauf haben. Und ich glaube, seit Folge 9 ist das hier offiziell das schlechteste Super Meat Boy Let's Play der Welt. Nein! Was? Wieso springt er denn einfach, ohne dass ich mal getrunken habe? Ich sehe schon, das wird eine extra lange Folge. Ja, einer von uns muss das Ende erreichen. Achso, einer von uns muss das Ende erreichen. Vorher ist hier nicht Feierabend. Also ich und Nein! Sorry, Leute, sorry, aber ich an der letzten Kreissäge. Die letzte! Ich habe Level 3 geschafft, ich bin gleich weit wie Hellout. Alter, wie weit? Das ist Hellout, bin ich gleich weit wie du? Nein, ich bin im letzten Level vorm Boss.
Also fünftes Level. Ja, okay. Also wenn ich so weit hinten dran wäre, dann hätte ich... Ich hab schon 3 Level in der Folge geschafft, ihr motiviert mich echt. Ich glaube, ich muss das nächstes Mal doch mal mitnehmen. Ja, sag ich doch. Du bist schon beim 4. Ja. Wow. Wie hat er das denn geschafft? Ja, und das blind. Wie lange habt ihr da gebraucht? Wie lange habt ihr da gebraucht? Alter, viel zu lange! Ah, nein! Da bin ich ja nicht sogar... Da bin ich quasi besser als ihr. Hatte jedes Level, glaube ich, fast eine eigene Folge gehabt, mehr oder weniger. Ja, da bin ich ja quasi besser als ihr. Und das eine hatte bei mir... Da bin ich ja quasi besser als ihr. Ich kann es nur jedes Mal betonen. Ja, das machst du auch wunderbar. Du bist unser Held. Ich versuch mal da hoch zu hüpfen. Hüpf, 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 hüpf. Hör auf zu lenken, hör auf zu lenken. Mir leckt das die ganze Zeit. Ja! Ja. Zieh! Zieh! Geh rüber! Gehst du wohl rüber? Gehst du jetzt darüber? Everybody watch her! Nein, ist nicht beim Endgegner, oder? Jetzt Dave, stell ich mir das vor. Natürlich bin ich beim Endgegner, natürlich bin ich beim Endgegner. Und spring! Und hello da. Nein, warum? Ah, leck! Verdammt! Hast Glück, ich fange nochmal von vorne an. Oh, so muss ich machen. Das war der erste Schuss, das war der zweite. Und dann muss ich hier reinspringen und sterben. Ich habe absolut, es wird langsam ziemlich anstrengend an der Stelle. Ich bin Harold 1994 und ne? So, da ist gleich der erste Save Point. Ja, ich spiele gerne WoW und hast ein Problem damit? Nee, ich habe WoW nie gespielt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich gut ist, weil ich mag gar nicht das World of Warcraft, also das Warcraft Universum, ja, Warcraft 3 fand ich schon ziemlich schnieke. Ja, das ist... Es macht einfach Laune. Nein! Verdammt, wie ging die Stelle denn nochmal? Titi! Ich bin nochmal von vorne. Ich geb's dir jetzt aber. Ich komm hinterher. Nee, hier nicht rumstöhnen. Dann schneiden und in den Porno legen. Ich bin kurz davor. Also, nicht davor. Ich bin kurz davor. Schwulporno, ja, definitiv, bitte. Und dann bei YouPorn hochladen. Weil ja, das YouTube wird... Geschafft. Nee, oder? Ja! Geschafft! Nein, ich bin zu früh gesprungen. Na, mal gucken, wie lange ich noch brauche. Fertig. Bist du komplett fertig? Ja, ich bin fang fertig. Die Dark World an! Los, go! Nee, nee, dann ist jetzt Schluss. Weißt du, was ich jetzt noch mache? Wenn ihr da noch rummacht, dann mache ich jetzt noch so Cotton Alley. Wenn ihr da noch rummacht, schon wieder ein Spruch, sag mal, du lieferst aber echt gut heute ab. Boah, was ist das? Cotton Alley, da geht's dann weiter. Ja. Aber wie gesagt, okay. Ich würde jetzt, wir beenden an der Stelle die Folge mal wirklich. Nein, mach weiter, du schaffst das vierte Level. Ich kann nicht mehr, okay. Junge, jetzt mach, Kedos, du hast noch nie in deinem Leben so lange Super Meat Boy am Stück aufgenommen. Jetzt hau rein! Ist der immer puh. Wie so ein Typ, ja? Der gerade eben auf einem Laufband läuft und von so zwei Typen mit Schnurrbärten und total durchtrainierten Körpern angeschrien wird, man soll doch bitte weitermachen. Ja. Und das ist anspornend. Das bewirkt das ziemlich schwere psychische Schäden in mir und meiner Seele. Ja und? Aber es ist anspornend. Du hast keine Seele. Welche Seele? Ja, das kommt auch noch dazu. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, und wie geht's der alten Cotton Alley Gedümsel da? Ich bin noch nicht, ich muss mir den ganzen Abspann angucken. Warum das denn? Ja, weil ich den nicht wegdrücken kann. Warum nicht? Weiß ich nicht. Alte 4. Dann zählt das Ganze nämlich nicht. Okay, okay. Hier unten durch. Jetzt da. Ich krieg aber gerade den zweiten Safe Point nicht hin. Ich weiß, wie er ging. Oh, komm schon. Oh Gott, das ist ja so ein ekelhaftes, dummes, schwules Spiel. Hast du jetzt geschafft eigentlich? Nee, ey, komm, und jetzt bin ich schon wieder da gestorben. Wie lange dauert das denn? Falls du mich meinst, nein. Oh, ey, das Ende, ne? Ich weiß, dass der Rückweg am geilsten war. Das ist echt nicht einfach. So. Habe ich jetzt mal fertig hier mit dem? Ja, The End steht dann. Wisst ihr, das habe ich ja noch nie erzählt, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ein Gameplay, das ist leider auch so, dass mein linker Daumen danach immer wehtut. Oh ja, warum linker? Der rechte. Nee, bei mir ist der, wo die Sticks bewegt. Also ich spiele ja nicht mit einem Nunchuck-Stick oder wie auch immer. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen, egal. Digital-Pad. Nee, ich spiele ja mit einem Pad eben, ja. Ja, du spielst nicht mit einem Analog-Pad, sondern mit einem D-Pad. Richtig, ich spiele mit einem D-Pad. Ja, mit ganz krass. Das mach ich auch. Und das ist bei mir eben nicht durchgehend, sondern das ist so abgetrennt zu Dreiecke und die Dreiecke schneiden mir sozusagen ins Fleisch und dann fange ich immer an zu bluten. Nee, es war ein Witz mit dem Bluten, aber ich wollte übertreiben. Boah, wie schnell die auf einmal in The Cotton Alley ist, weil es irgendwie nicht mehr leckt. Und jetzt leckt's doch. Toll. Tja, wo du es gerade angesprochen hast, ne? Ach, das ist... Ich werde meine Hände morgen nicht mehr benutzen können. Oh verdammt, das kann man auch in den schwulen Porno reinschneiden. Dabei habe ich bisher noch gar nichts gemacht. So, jetzt kommt nur noch das letzte Entscheidende. Das Knöpfchen drücken. Nein, so nicht Knöpfchen drücken. Das war gerade ziemlich geskillter Balljump an der Stelle. Uah. Richtig anmerken. Ah, jetzt komm auf. Nein! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und der schießt!
Ja, er fällt, er fällt, er fällt, er fällt, er fällt! Boah, Glück gehabt, er fällt, weil ich bin noch dabei gestorben. Ich hab das doch gar nicht mitgekriegt, ihr könnt doch mal aufhören, mich zu spoilern, oder das geht so nicht. Oder das geht so nicht. Oder das geht so nicht. Ich hab Angst. Nein! Also ich bin jetzt beim zweiten Teil von beim Endkampf. Alles klar. Beim Rückweg. Verdammt, ich war gerade zwischen zwei Zahnrädern und das war ziemlich eklig. Aber ich weiß jetzt, wie die Welt hier geht, aber ich kann es trotzdem nicht. Ja, es ist. Aber du bist jetzt eingespielt. Ach, hast du Cotton Alley von vorne angefangen, oder? Nein, das 20. Okay, also unser beider Hasslevel. Ja. Das, was wir niemals beenden werden. Ich werde das beenden, auch in der... Ja, auch in der... Warte, ich muss hier gerade in der Dark World. Aber hey, warum ist wirklich, warum ist ein The End hier die ganze Zeit so am Lenken? Kurze Ankündigung übrigens für meine Leute, ja, die das Let's Play bei mir schauen. Das Level, was ich aktuell mache, werde ich offscreen probieren und dann aufnehmen, sobald ich es geschafft habe. Ah, was bist du denn für einer? Wahre warum das denn? Spieler werden alles zeigen. Echt mal, jeden ihr Fail. Ihr spielt andauernd und offscreen, Idioten. Machen wir gar nicht, nein. Ich habe noch nie irgendwas offscreen gemacht. Du lügst. Doch, ich schon offscreen, aber... Offscreen nur warm gespielt, klar, aber alte Level. Früher ja, genau, sowieso schon Level. Hatten. Wie dumm bin ich denn gerade gestorben? Das Einzige, was ich derzeit offscreen spiele, und das gebe ich auch zu, und das wird auch der Kevin zugeben, ist Cotton Alley Level 20. Um es reinzubekommen. Ich habe bisher noch nicht offscreen gespielt, aber ich wollte es offscreen spielen vom nächsten Stream. Also Leute, ja, na, ich weiß nicht, ob ich das offscreen mache, aber ich mache das halt dann, ja, offscreen. Weil das ist echt nicht mehr schön, das Level. Das muss man im Blut haben und wenn du es einmal im Blut hast, dann kannst du es immer wieder abrufen. Nee, leider nicht. Ich werde da auch, glaube ich, nur die Wiederholung zeigen. Das reicht mir, da bin ich ja glücklich mit. Ich habe schon hier Donkey Kong Country Returns, diesen, da mit einem Leben-Mode durchgespielt. Oh, das ist nice. Hab ich das auch ist ja alles, einfach. Also nicht alles, da habe ich offscreen dann auch probiert, weil ich keinen Bock verdammt, hatte. Ich weiß, ich habe gerade eben gemerkt, dass Super Meat Boy Let's Play genau gleich entstanden ist, nämlich indem ich zu Seeking gesagt habe, Super Meat Boy ist doch einfach. Der war gut. Ja genau, das habe ich mir dann danach auch gedacht. Und das schon nach der ersten Folge. Warum? Die erste Welt ist doch einfach. Ja, echt? Es gibt selbst Leute, die damit Probleme haben. Also da habe ich, da gehe ich... Also Mädels, ganz ehrlich, ich mache jetzt Schluss an der Stelle. Das ist nein, warte, nein. ich bin gleich durch. Ich schaff Cotton Alley gleich. Laber doch nicht. Hey, lass mir meine Träume! Und the end! Schön, jetzt the end auch bei mir. Ich sag tschüss und werde mich hier dann offscreen probieren und das irgendwann hochladen, wenn ich... Nein! ...nicht mehr kann. Man muss bei Kevin und mir noch sagen, wie man noch weiter. Also bei uns gehen die Videos vielleicht ein bisschen länger und ciao, Kedos. Und bei uns, bei mir kommen sie alle zwei Jahre. Tschö. Tschö. Wird nicht Pause gemacht, Kedos. Denk dran, du bist noch in der Aufnahme, ne? Dominik, wenn du irgendwas sagst. Ich hab schon längst beendet. Ja, aber wir beide nehmen ja noch auf. Er rafft das nicht. Achso, ihr beide nehmt noch auf. Übrigens, wisst ihr, was das wir gehen jetzt nochmal zum finalen Battle. Was ich gerade eben bemerkt habe, ist, dass Seeken in der Konferenz ist und alles zuhört. Ja und? Lass ihn doch. Das wollte ich nur noch anmerken. Rest ich in peace, in der Ecke Brownie. Setzen und heulen. Ja, viel Spaß. Tschüss. Aber nicht auflegen. Doch. Ich hoste ja nicht. Stimmt. Okay, kannst auflegen. Er hostet ja eh nur. So, Kevin. Alles wieder hoch. Jetzt kommt das Finale, ne? Ich bin schon fast da. Was hast du? Ich hab auch nicht mehr lange, weil ich hab morgen wieder Schule. Ich würde sagen, wer als erstes die 50 Tode vor. Ja, okay, aber. Die Würmerchen. Wer zuerst Cotton Alley schafft. Also bis 23 Uhr maximal, würde ich auch sagen. Ja, kann ich nicht. Länger will ich auch gar nicht. Das ist über eine halbe Stunde lang nur dieses eine Level. Ich muss schon wesentlich früher abhauen. Ja, dann sagen wir Viertel vor. Ah, sagen wir 20 vor. Dann sagen wir 20 vor. Ach, so macht man Verhandlungen! Es sei denn, irgendjemand hat das Level vorher geschafft. The end, find out in the dark world. Das heißt, wenn ich das früher schaffe, dann habe ich Glück. Yay, klatsch, klatsch, klatsch. Ja, ist doch wunderbar, lass mich raus. Nein! An dieser Stelle zu verkacken ist der absolute Horror für jeden Super Meat Boy Let's Player. Lass mich ran, du warst fast ganz oben? Ja. Es ist so ätzend. So, was ist denn die Zeit, die wir da überhaupt brauchen? 45 Sekunden. Was? Nur so wenig? So viel? Also, ich war nach 30 Sekunden in meinem besten Lauf mal da oben. Achso, ich bin jetzt hinter dir, ne? Ich bin jetzt bei dir. Nein! Scheiße! Er kann das doch noch gewinnen! Das darf ich nicht zulassen. So wahr ich Meat Boy spiele. Nein, wie kann man nur so behindert sein?
So, kleine Sprünge, ein kleiner Sprung. Zwei kleine Sprünge. Alter, ist das. Nee, ich sag's jetzt nicht, aber eventuell. Eventuell. Junge. Eventuell. Junge. Ich schlag dich. Erster kleiner Sprung, zweiter kleiner Sprung. Nein! Ich hasse diese Stelle da oben, aber perfekt. Zweiter Versuch, perfekt bis da oben hingekommen. Alter, du bist doch eine Sau. Ah, hallo, ey. Er hat's drauf. Ja, du auch. Sonst würden wir das hier nicht machen. Das stimmt wohl. Nur die Besten trauen sich da zu machen, dass die mit. Uah, nicht. Sonst hätten wir es ja schon durch. Alter, mal ganz im Ernst, ich hab jetzt schon. Ja? Boah, warte. Boah, warte. Nein! Ich war aber. Ey, ich schaff das gar nicht in der Zeit für das Ablauf. Ey, wie sollen das da oben gehen mit den Kettensägen, die sich da hin und her bewegen? Über die erste schaffe ich noch, dann. Doch dann. Laber doch nicht! Wo beide gleichzeitig kommen, schaffe ich nicht. Laber doch nicht! Ich hab's ihn gerade noch nicht mal bis nach da oben hin, weil ich den letzten kleinen Sprung da nicht schaffe. Ich hasse ihn, ernsthaft, ich hasse ihn. Es ist einfach nur Hass. Purer, reiner Hass. Ich kenne dieses Gefühl. Ne, ich mag diese Musik auch nicht mehr. Boah. Am Anfang war die noch so, oh, fluffy, schön, süß, toll. Jetzt ist es, diese Musik schon wieder. Richtig. So sehe ich das auch. Mann, ich bin schon wieder abgekackt. Ey, boah, warum leckt denn das hier jetzt gerade? Hör doch mal auf, Mann. Ich möchte jetzt so gerne ein Japaner sein. Ich möchte jetzt so gerne einfach das Level vor dir schaffen. Ich möchte das aber vor dir schaffen. Immer eine Sekunde schneller wie du. Ja, genau. Ist klar. Immer einmal besser als du. Es soll ja Leute geben, die geilen sich daran auf, weil die ein Level vor einem geschafft haben. Von der Zeit her? Ja. Ja, dann mach ich mit Sepp. Mit wem? Mit dem Sepp, also Siebst. Achso. Der zockt das auch und er schlägt immer meine Zeit und ich gehe hin und schlag seine. Und dann geht er wieder hin und macht meine. Das habe ich mit die gemacht. Nein, ich meine im Video. Achso, im Video? Nee, das nicht. Ja, das habe ich mit die früher gemacht, wo es frisch rauskam. Da haben wir uns die Finger blutig gespielt. Alter, er hat da Zeiten vorgelegt, ne? Zum Teil, die habe ich bis heute noch nicht gebrochen. Ja, so sieht das bei mir auch aus. Da gibt's aber andere Zeiten, die wird er niemals erreichen. Ja. Da fragt man sich, wie geht das? Ja. Wie haben wir das damals gemacht? Also zum Teil, ich krieg's heute nicht mehr hin. Boah, ich bin da ein bisschen. Standbild! Schon so. Ja, danke. Danke fürs Standbild. Ich war in der Wand drinne, du Nase. Du hättest mich doch einfach nach oben glitschen können, zum Ziel. Wie viel Glück wäre das denn? Das wäre abnormal. Für diesen Bug, boah, ich würde Geld ausgeben für diesen Bug. Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich war schon fast gewillt, mir irgendeinen Trainer, Trainer sind das ja, anzuschaffen, dass man hier irgendwie unsterblich ist oder so. Um das mal zu schaffen, dieses Level, um das vernünftig üben zu können. Ne, weil diese Anfangsstellen, die kann man ja eigentlich, auch wenn ich ihn gerade hier da übelst abfaile. Die sind, aber das da oben mit diesen kleinen. Ja, und man hat immer diesen langen Weg davor und muss dann erstmal bis nach da oben latschen, um die anzutesten, um dann da zu lernen. Und bis man dann wieder da mal ist, dann hat man das schon dreimal vergessen. Genau so sieht's aus. Und das regt mich auch so unglaublich auf an diesem verdammten, super, äußerst beschissenen Spiel. Nein, das Spiel als solches ist ja klasse, nur es ist, wir sind einfach zu schlecht. Och Mann, Bandit, jetzt hör doch auf, immer an derselben Stelle zu sterben. Jetzt mal ernsthaft. Ja? Es soll noch eine Welt geben, die noch brutaler ist. Ja, die gibt's aber nur auf Xbox. Scheiße, warum habe ich das nicht? Ja, deswegen habe ich das auch bei Oh My Fucking God, The Pretty Dude sehr gerne geguckt, bis er es eingestellt hat. Weil er nicht mehr weitergekommen ist und gesagt hat, bevor ihr mich hier nur noch stundenlang rumragen seht, lasse ich's lieber. Habe ich mir jetzt immer gerne angeguckt. Weil der hat die auch angetestet und die sah auf jeden Fall sehr geil aus, die Welt. Ah, das ist echt übel, wenn ich mir vorstelle. Vor allem, ich will gar nicht wissen, was 20 ist hier in der Cotton Alley in der Dark World ist. Das will ich gar nicht wissen. Weißt du, was das Erschreckende ist? Es gibt
ein oder mehrere Videos, die sind am Stück aufgezeichnet worden, wo Leute den Erfolg geholt haben, ohne zu sterben, die Cotton Alley, Light und Dark World. Ja, das habe ich auch. Ich hab gelesen. Ich habe die gesehen. 0,2% aller Leute, die Super Meat Boy bei Steam haben, haben Rapture Dark World ohne Sterben geschafft. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich habe schon gesagt, ich werde bestimmt nicht die 0,3 ausmachen. Nee. Ich bin froh, dass ich es in den ersten vier bis zur Hölle habe ich es wirklich geschafft ohne Sterben. Boah, das ist auch schon übel. Aber nur in der Light World. In der Dark World nur mit dem ersten beiden. Aber das ist trotzdem schon übel, ey. Ja. Ich hab's nur in der ersten bisher. Ersten Dark World oder ersten Light? Ersten Light. Ja, die Light World finde ich nicht so schwer. Nee, ist auch nicht. Da gab's auch, man muss ja sagen, da gab's auch früher einen kleinen Trick, wie man das sich vereinfachen konnte, mehr oder weniger. Man musste nicht immer von vorne anfangen, sondern man hat einfach nur das Level, wo man gestorben ist, ein Level davor nochmal angefangen. Ne, hat das dann ohne Sterben gemacht und hat dann das andere Level ohne Sterben gemacht und das wurde dann angerechnet. Ah, okay. Hör auf zu lenken! Hörst du jetzt auf? So. Ja. Nein! Ich krieg's, ganz ehrlich, ich glaube, das werden wir heute nicht schaffen. Ja! Nee, oder? Aber nicht A+, warum nicht? Ja, dann nochmal rein! Nicht A+! Nochmal rein, das sind die Regeln! Das sind die Regeln, das sind die Regeln! Was für Regeln, nix mit A+. Ja, natürlich, das haben wir am Anfang gesagt. Das Level, ich weiß aber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich bei den anderen nicht doch irgendwo mal nicht A+ habe. Also da kann durchaus sein, dass du noch gewonnen hast dann. Ne? Wie, du hast nicht darauf geachtet, ob du A+ hast? Nee, habe ich am Anfang nicht. Bis du das dann nochmal gesagt hast. Erst dann habe ich darauf geachtet, aber da war ich schon mit dem dritten fertig. Ja, dann sieh zu, dass du Cotton Alley jetzt nochmal nachholst. Ich guck mir jetzt gerade erstmal an, mit wie viel Zeit ich verkackt habe. Boah, wie ärgerlich, ey. Wie viel, eine Sekunde? Eine halbe? Warte. Ah, nee, Alter, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist bestimmt weit mehr. Ich bin jetzt schon voll drüber. Wie viel bist du denn drüber? 52. Das sind 7 Sekunden. Ja, das sind 7 Sekunden. Weißt du, wie viel da denn Meat Boy ist? Das ist ein Level. Ja. Meat Boy-Zeit ist das ein Level. Oh, jetzt, ich krieg den Anfang noch nicht mehr hin. Aber Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Ja, aber das bringt mir irgendwie. Ja, leck dich, back dich durch die Wand. Bist du auf der anderen Seite? Nein, aber jetzt gerade geht gar nichts mehr. Oh, ich bin durch die Wand unten runtergefallen. Mein also, Gott. So, um dir gleich mal eine Zwischenzeit zu sagen, wenn ich es bis da oben hin geschafft habe, wo die ersten kleinen Segen sind, dann sage ich dir mal eine Zwischenzeit, was ich da habe. Dann können wir ja vergleichen, ob das hinhaut. Weil dann weiß man ja schon mal, ob man optimieren kann und wo. Na. Ich guck gerade mal, ich muss das ja hier unten dann so schnell wie möglich hinkriegen, weil da oben brauche ich eventuell sogar ein bisschen mehr Zeit. Boah, ist aber schon übel die Zeit, finde ich ganz im Ernst. Ja, das ist das härteste Level. Meiner Meinung nach. Allein schon in der Light World. In der Dark World, wollen wir das gar nicht wissen. Ich habe ein Video darüber gesehen, wie das Ding aussieht. Das ist, Alter. Das Abnormale daran ist, dass dich Kreissägen von unten verfolgen. Ja! Und es noch mehr Kreissägen gibt, die sich auch bewegen. Auf und zu, hoch und runter, rechts und links. Ganz im Ernst, ey. Ich werde, denke ich, auch mal nur noch die Light World, die Dark World von Rapture machen, also von der fünften Welt und danach ist Feierabend, wenn ich das hier geschafft habe. Weil die Dark World weiß ich nicht, ob ich mir die noch antun werde. Ich werde die auf jeden Fall machen, egal obwohl, wie lange. Obwohl ich ja eigentlich die 100% haben will. Genau, die will ich auch. Koste es, was es wolle. Selbst wenn es meinen Tod in Anspruch nehmen wird. Ja, du wirst dann einen Deal mit dem Tod eingehen. Ich werde mit dem Teufel einen Deal machen. Und zwar möchte ich der beste Super Meat Boy Spieler der Welt werden. Alle Errungenschaften bei Steam. Nein! 25 Sekunden ungefähr, bis die bewegende Kreissäge ist. Das ist so meine Zeit. Warum? Schlecht oder gut? Also, gut. Ich guck mal, was ich hinkriegen sollte. Aber hier bin ich eindeutig zu langsam. Meinst du, welche bewegen, die erste kleine bewegen? Die sich, ne, diagonal bewegt. Ach so. Ja, das kommt bei mir hin, glaube ich jetzt.
Ja, und dann bin ich an den ganz kleinen da oben verkackt. Da, warte, das mit der ersten, die sich diagonal bewegt. Boah, verdammt. Ich schaff das nicht. Ja, circa 25 Sekunden brauche ich bis da oben hin. Je nachdem, wie es läuft. Ob ich einen guten Run habe oder nicht. Oh ja, genau. Ich war hinter der Kreissäge und dann leckte es, weißt du? Oh, meinen rechten Daumen, den kann ich gleich wieder eintüten und einmotten. Ja, 25 habe ich auch ungefähr. Habe ich jetzt mal drauf geachtet, bin dann auch gestorben. Tut mir leid. Blöd, Mann. Als ob ihm das leid tut, das glaube ich ihm nicht. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Meine Augen sind schon wieder so in dieses Level eingebrannt, ich sehe gar nichts anderes mehr. Nee, es ist, ich sehe nur noch Kreisigen, die sich hin und her und hoch und runter bewegen. Nein, ach, ist egal. Mach jetzt erstmal mit Fehlern hier durch. Falls wir es denn hinkriegen. Oh, erster kleiner Sprung, zweiter kleiner Sprung. Ich schaff diesen dritten kleinen Sprung nicht. Wie soll der gehen? Wie genau muss man dafür bitte springen? Und dann kommen ja da oben noch die bewegenden Kreissägen, wo ich ja noch gar keine Ahnung habe, wie das gehen soll. Das werde ich mir bei dir dann angucken. Wow. Ah, da kann man durchrennen, alles klar. Okay, ich habe jetzt bis zu den kleinen Kreissägen zumindest eine kopftheoretische Theorie entwickelt. Das kenne ich. Aber diese Theorie in die Praxis umzusetzen... ist Hölle. Da möchte ich nochmal meinen Anwalt sprechen, auch wenn ich nicht weiß, was der damit zu tun hat. Der sagt dir, ja, Lebensversicherung auf Super Meat Boy, nee, gibt's nicht. Zu teuer. Aber mal ganz ehrlich, eigentlich müssen wir unsere Stimmen versichern lassen und unsere Hände. Das sind unsere Werkzeuge. Wenn damit mal was passiert... Und unsere Nachbarn sollten sich Lärmschutzsicherung holen. Bei dir. Nein! Nein! Ich bin ja nicht so laut. Bin ja eigentlich ein ganz angenehmer Typ, ne? So voll ruhig und so. Normalerweise bin ich auch nicht so, aber manche Spiele regen mich einfach, bringen mich zur Weißglut. Und Super Meat Boy ist wirklich eins, wo ich wirklich total... Ja, wo man total gut upragen kann. Ne, das bewundern ja die Leute irgendwie bei mir. Ich weiß, du hast ja gesagt, du hast bei mir reingeguckt, ne? Ja. Wie ruhig ich dabei bleibe. Ja, das verstehe ich nämlich auch nicht. Ich bin halt sehr da chillig. Das ist eine sehr gute Einstellung und ich möchte mir eine Scheibe davon abschneiden. Aber ich kann das nicht. Komm in meine Schule. In meine Schule. Nein, oh ey. Ey, die Augen, ne, die tun mittlerweile schon weh von dem Level. Es ist zu hell. Ich will die Dark World davon haben. Aber nur im Design. Nicht in der Schwierigkeit. Nein! Was denn? Was denn jetzt schon wieder? An den kleinen Segen abgekackt. Dabei war ich bis da oben mit der super, best, super, super Zeit. Super, best, super, duper Zeit. Schön. I like it. Komm schon. Das war ein Spruch, der war Legend. Wait for it. Wait for it. Derry. Wait. I wait for you. So, kleine... Fickt euch ins Knie, Kreissägen. Ich schaff die nicht. Ich schaff die niemals. No way. Oh. Nein! Und da sehe ich die zweite nicht. Wie, du siehst denn nicht mal die Augen auf? Das war so behindert. Das kann man aber auch nicht jetzt nachvollziehen, wenn ich das Video gesehen habe, weil sich das gerade in meinem Kopf abgespielt hat. Was ich gerade gesehen habe, das war so krank. Hast du gesehen, du warst weiter, als du eigentlich warst, ne? Nee, das nicht. Also erstmal war da noch ein Leck. Und dann habe ich gedacht, also ich habe nur auf die eine Kreissäge geachtet, die hinten war, aber nicht auf die vorne war. Und dann ist in meinem Kopf so eine Kurzschlussreaktion. Ich kann das nicht beschreiben. Nein, ich hätte doch nur noch die beiden Einzel, die, ne? Och Mann, oh! Ich hab's geschafft, endlich mal da hoch und dann auch die beiden Kreissägen mal zu überspringen. Sogar die beiden Doppelten hätte ich fast geschafft. Boah. Aber nein, dann passiert wieder ein Fehler. Aber ich kann den Erfolg verbuchen, ich bin mal bis da oben hingekommen. Und danach darfst du ja noch 1000 kleine Sprünge machen, habe ich gerade gesehen, ne? Ja, das stimmt wohl. Bis du dann oben bist, das dauert 8 Millionen Jahre, ich sage dir. Gefühlt. Ich hänge an dem Level bestimmt jetzt mit der Aufnahme echt schon eine Stunde.
Nur an Aufnahme oder? Nur an Aufnahme, also. An Aufnahme, aber auch an Real-Life-Spielzeit, weil ich das bisher noch nicht offscreen gespielt habe. Das Level habe ich schon so oft auch offscreen mittlerweile, ich kann es nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Ja, ich habe sogar mir einen Monat oder zwei bis sogar Pause gemacht von dem Level. Von dem Spiel. Einfach nur, um rauszukommen, um mal zu sagen, nee, danke. Reicht erstmal. Aber wenn bisher nur eine Stunde und du hast es jetzt durch, das ist auf jeden Fall geil. Das ist ein Erfolg. Ja, aber ich habe auch so viel gesuchtet, die anderen Level, und dadurch bekommt man ja auch Übung. Das stimmt. So, 25 Sekunden bis zu den kleinen Kreissägen, also die Etage darunter. Hä, was mache ich denn gerade? Achso. Super Meat Boy spielen. Bandage Girl spielen. Weißt du, wie geil das jetzt gerade war? Ich habe gedacht, ich wäre schon in einem anderen Abschnitt. Als ich überhaupt war. Ich habe schon einen hochgeguckt. Ja, die Sprungsequenz hat sich schon geändert, ne? Die wurde schon anders zum Daumen übertragen. Ey, man muss ja wirklich sagen, man hat da echt, man guckt eigentlich gar nicht mehr, was macht man da, sondern man drückt nur noch. Ja, also, wenn ich gucke auf den Bildschirm, ich gucke eigentlich gar nicht mehr so richtig, verfolge ich das, sondern ich gucke irgendwie in die Mitte und der springt. Tja. Das ist völlig automatisiert mittlerweile. Wie ich das liebe, Kreisding hinterher zu rennen. Was? Wieso hat sie mich da erwischt? Na, das freut mich auch andauernd. 25 Sekunden, ja, das haut ganz gut hin. Bis nach dieser Diagonalbewegenden. Na, ey, ich krieg's nicht hin. Ich krieg diese fucking kleinen Sprünge nicht hin. Ich bräuchte ein eigens für mich geschaffenes Level. Vielleicht mag mir das ja auch mal einer machen. Wo nur kleine Sprünge sind. Nur. Damit ich die üben kann. Das wäre echt mal. Ja, genau. Leck wieder. Leck dich einfach kaputt, Junge. Komm schon. Was cool ist, es werden immer die gleichen Flächen, nur dieselben Flächen, angemalt von ihr. Es sind keine neuen Flächen, die ihm gerade dazukommen, es sind immer nur die alten. Ich bin schon zu langsam, glaube ich. Selbst wenn ich das jetzt schaffen würde. Renn, Cottonboy. Cottonboy? Bandage Girl. Boah, fuck. Also ja. Cotton Alley Boy. Girl. Cottonboy Girl. Twitter. Oder so. Boah, ich will das jetzt schaffen in A+. Ich hab's doch eben auch schon mal geschafft. Ich sag ja, das ist nicht so ein Level, das hat man dann drinne. Dazu sind viel zu viele Variablen dabei. Gut, den Anfang klar, aber den Rest oben, die Bewegenden, da hast du niemals ein perfektes Timing. Ach, zumindest keins, was du im Blut hast. Ja. Da 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 da. La la po, diese komischen Teletubbies sind scheiße, yo. Dann den EC. Ja, das fehlt eigentlich noch. Wenn du das Level hier geschafft hast, kriegst du, wird ein Teletubby ja abgespielt. Po! Boah, nein! Ich raste gleich aus. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Es ist nur ein Spiel und sieh's mal positiv. Jedes Mal, wenn du sie umbringst, rächst du sich auch gleichzeitig an ihr. Das stimmt. Das ist eine Sichtweise, mit der ich dieses Spiel noch nie betrachtet habe. Aber genau, sie gefällt mir. Und wie oft man sich mittlerweile am Super Meat Boy gerecht hat und auch am Bandage Girl, das ist unglaublich. Das ist schon, ich hab letztens geguckt, ich glaube 10.000 Tode. Oh. Gibt's nicht für, glaub, 100.000 oder so ein Achievement? Da gibt's auch nur eine Errungenschaft für. Ich glaube schon, ja. Wie assi ist das denn? Oder 1.000 oder so? Mit anderen Worten, wir wissen ganz genau. Also ich weiß, dass ich jetzt beim letzten Mal oder vorletzten Mal einloggen, habe ich 3 Achievements gekriegt, wo ich immer noch nicht weiß, was das für Achievements waren. Okay. Aber weißt du was, ganz ehrlich? Ja. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Ah, lass uns noch 3 Versuche machen. Okay, das ist jetzt der vorletzte. Genau, meiner ist jetzt der erste von den letzten 3.
Hab ich auch keinen Bock mehr, ey. Bock schon, nur damit sind es noch zwei. Ich kann's nicht mehr sehen. Mir tut der Daumen schon wieder weh. Zwei, nur noch eins. Ich bin noch dran. Ich bin noch beim ersten. Ich hab keinen mehr. Ich hab immer noch keinen mehr. Immer noch keinen mehr. Immer noch keinen mehr. Und ja, ich bin jedes Mal reingerannt. statt... Nee, Bestenliste nicht. Statt... Nein! Bei der drittvorletzten Kreissäge abgekackt. Tode gesamt 8986, beim Gesamtfortschritt von 91% in der Lichtwelt, 100% in der Dunkelwelt, 82%. Wow. Das lässt sich doch schon sehen. Und ich habe sogar ein paar Wiederholungen. Warum? Warte mal, war es die erste Welt? Ich glaube, in der ersten Welt war das mit den Rekorden in der Dark World. Müsste es gewesen sein. Ja. Da gibt es ein Level, da bin ich echt ultra stolz drauf. Hier. 483, wo man 13 Sekunden brauchen sollte. Do it. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber es geht so schnell. Ich hab's geschafft in A+. Ja. Glückwunsch. Nice. Alter. Okay, Leute! Warte, die Wiederholung noch. Achso, die Wiederholung noch. Dann. Aber wir können ja schon mal Verabschiedung machen, das dauert ja noch. Nee, die Wiederholung sollen sich die Leute sich in Ruhe angucken, ne? Schaut nochmal bei TT Gamer rein, er hat's endlich geschafft. Das Unglaubliche ist wahr geworden. Cheater. War so klar. Boah, scheiße, Dreck, ey. Ich weiß nicht, hast du bei mir, hier, ne? Die. Wie heißt der nochmal? Die. I Wanna Be the Guy Stage gesehen? Ne, da habe ich nicht gesehen. Solltest du mal angucken. Ist ziemlich geil zusammengeschnitten. Ich habe insgesamt über 3 Stunden gebraucht. Ich, hast du so schon durch? Ich weiß nicht welche. Gibt's ja verschiedene. Welche meinst du? Alle drei. Insgesamt habe ich 3 Stunden gebraucht. Also, nö, das habe ich. Also, die von. Oh, nee, die habe ich. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. I Wanna Be the Guy Stage. Hast du geschafft, ja oder nein? Ich weiß nicht welche das ist. Wo sind denn die nochmal? Ja, hast du I Wanna Be So Guy als Auswahl? Weiß ich auch nicht. Ja, guck mal rein. Starte einfach das erste Level, da hast du ja dann die Auswahl. Warte, wenn ich in das Level gehe, dann kann ich auswählen. So. Nee. Zurück zur Karte. Das erste muss man dann, ne? Ich komme gerade gar nicht. Ist egal, in welchem Level du gehst. Hauptsache nicht bei der Cotton Alley. So, wir gehen einfach mal in eine Factory. Ja, mach The Factory. So, komm, geh rein. Ich hab einen Hühn. Jill. Nein, hab ich nicht. Sagst du, ist scheiße? 3 Stunden, wie gesagt. Alter. Ja, und okay. Das ist abartig. Ne, wie... Ja, da werde ich definitiv... Also demnächst bei dir, hoffe ich drauf, dass du es machen wirst. Ja, ich mache alles. Möchtest du wissen, wo die Dark World ist? Ja. Das war, wenn ich nicht irre, in der Salt Factory. Warte, ich gucke... Ja, ich meine schon, ich gucke nochmal nach ihm gerade. Da bin ich sogar gerade drin. Cartridge-Dump war es nicht. Tunnel Vision auch nicht. Nein, dann war es die nicht. Oder war es in der Hölle? Wo war denn nochmal Sui mit dabei? Ne, Sui war bei Rapture mit dabei. Bei den Würmern. Boah, die Würmer. Die Würmer fand ich geil. Die haben sogar im Nachhinein haben die Würmer sogar richtig Laune gemacht vom Level her. Aber dieser komische Fleischfleff. Level 7 in Rapture. Warte. Kannst du ja schon mal dann freispielen. Da ist eine Warp-Zone, ne? Ja, da ist eine Warp-Zone und zwar musst du den ersten Schlüssel holen. Ja. Und dann... Ja, holen die halt eben nicht. Auf jeden Fall auf der ganz rechten Seite außen ist der. Du machst den Durchgang komplett auf und dann gehst du... Ach, da unten die Warp-Zone. Ja, genau. Wie kommt man denn da ran? Ohne Meat Boy, aber da muss man einen anderen haben, ne? Warte mal, ich such's eben gerade. Wo war die denn jetzt nochmal? Die war da so unten, so da kann man gar nicht dran eigentlich. Doch, doch. Da kommst du eigentlich ziemlich gut hin. Was? Muss nur schnell sein.
Du Lustigen. Ja. Eben gerade geschafft, deswegen kommst du mit Super Meat Boy, also mit Meat Boy hin. Du musst, ja, kannst, siehst ja dann in meinem Video, wie du das machen kannst. Ne, und du siehst dann auch schon das erste Level. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir wirklich Feierabend, weil hier kommen alte Erinnerungen hoch, die ich verdrängt habe. Möchtest du uns verabschieden oder soll ich? Ah, mach du die Verabschiedung. Gut, Leute, ich bin euer 9086. Ich bin euer TT-Gamer. Wir sehen uns beim nächsten Super Meat Boy, vielleicht sogar Battle wieder, wer weiß. Es steht ja noch eine Dark World offen. Bis dann. Tschüss.